Es klingt banal, aber diese Treppe in Mainz zu gehen, ist jetzt für Sarah Schott ein Klacks. Vor 2 Monaten sah das noch so aus. Treppen waren für die 23-Jährige unüberwindbare Hindernisse. Jetzt schwebt sie sogar über die Stufen. Also ich weiß manchmal gar nicht, wohin mit meiner Freude, weil es förmlich in mir explodiert. Und dann springe ich immer rum wie so ein kleines, aufgeregtes Kind mit Energy-Intus und was weiß ich und erzähle allen, wie toll das gerade ist und dass ich gerade eine Treppe hochgelaufen bin oder dass ich gerade einmal um den Tisch gelaufen bin, ohne mich am Sauerstoffschlauch zu verheddern. Solche Ausflüge mit ihrer Mutter Doris waren vor Monaten noch undenkbar. Sie sitzen ganz locker in einem Mainzer Café. Ein absolut neues Gefühl für die 23-Jährige. Rückblick. Die Ida Obersteinerin hat die Erbkrankheit Mukoviszidose. Zäher Schleim hatte noch vor 2 Monaten ihre Atmung behindert. Ihre Lunge war schwer geschädigt. Sarah Schott hat mehr als 10 Monate lang auf eine Organtransplantation gewartet. Ohne eine Spenderlunge würde sie sterben. Ihre Prognose damals, sie wird dieses Jahr nicht überstehen. Es wäre jetzt sehr eng geworden, weil es mir einfach auch die letzten Wochen doch noch mal deutlich schlechter ging und die Medikamente kaum noch gewirkt haben. Dann wäre es irgendwann zu schlecht für die Operation geworden. Und das wäre dann der Moment gewesen, in dem es vorbei gewesen wäre. Und das war nicht mehr weit weg. Und das wird einem jetzt noch mal ganz, ganz bewusst deutlich, dass wir einfach auch unsagbar großes Glück hatten, dass dieser Anruf noch rechtzeitig kam. Der Anruf kam kurz vor knapp. 5 Stunden lang wurde ihr eine neue Lunge transplantiert. Die Tochter von Doris und Jürgen Schott hat den Eingriff überlebt. Braucht seitdem keinen künstlichen Sauerstoff mehr. Und los. Wenige Wochen nach der Operation will man diesen Bildern gar nicht trauen. Ein Wunder muss geschehen sein. Können wir starten. Wieder ein Rückblick. Regelmäßig wurde vor der Transplantation am Uniklinikum in Gießen ihre Lungenfitness überprüft. Bei diesem 6-Minuten-Gehtest hatte sie nur 145 Meter geschafft mit Rollator. Und nun? Sarah Schott geht den Laufsteg ihres Lebens. Jetzt 503 Meter, fast 3,5-mal so viel. Das neue Organ funktioniert perfekt. Endlich kann sie durchatmen. Ist überhaupt nicht atemlos, gar nichts. Ne? Es ist ein Wunder. Es ist einfach ein Wunder, weil sie rennt und rennt und ich kann schon bald nicht mehr nachrennen. Sie hat eine gesunde Lunge bekommen, auch wenn sie selbst nicht gesund ist. Die Erkrankung Mukoviszidose hat sie nämlich weiterhin. Es besteht auch immer die Gefahr, dass das neue Organ abgestoßen wird. Ich habe Zeit geschenkt bekommen. Wie lang diese Zeit ist, das weiß man nicht. Die Lunge ist quasi ohne Garantie gekommen. Ja? Und die Zeit, die ich jetzt aber geschenkt bekommen habe, die ist jetzt schon von der Lebensqualität wieder so viel höher wie vorher. Und das ist auch das, was es ausmacht. Und ich werde dieses Leben und diese Lebensqualität jetzt genießen. Sie genießt ihre neue Freiheit immer mit dem Gedanken an den Spender. Es ist meine Lebensversicherung, auf diese Lunge aufzupassen. Und alles, was ich dafür machen kann, dass es mir gut geht, das mache ich unendlich gerne. Und das ist letztendlich aber auch meine Verantwortung dem Spender gegenüber, auf jeden Fall. Denn wer mir so ein selbstloses Geschenk macht, auf das muss ich alle Acht geben. Sarah Schott wird auf ihre Lunge aufpassen wie auf einen Schatz. Thank you.